Hey, na? Die Hilleague hat ja jetzt angefangen und einige haben jetzt sicherlich Bock auf die Speedruns von den Missionen. Daher gibt es für mich jetzt ein paar Tipps und auch entsprechend gute Runs von den Missionen. Bei den Satellitenschüsseln hier ist es wichtig, dass man so gut es geht die Gegner ignoriert. Wenn man alle drei Satellitenschüsseln ohne Gegnerkills einnehmen kann, schafft man übrigens fast nie, spart man sich einige Spawns. Das heißt, einfach mal alignen und wenn es klappt, ist gut. Wenn aber die Gegner anfangen zu pushen, sodass man quasi nicht weitermachen kann, muss man sich drum kümmern. In dem Raum, wo man die Eskorte startet, diesem hier, ist es relativ wichtig, dass man schnell die Gegner tötet, sodass man mit dem Gerät interagieren kann. Weil ab dann ist das Ganze ein Autoscroller. Ab dann ist es eine festgelegte Zeit, die das Ding eskortiert werden muss. Das heißt, ab jetzt kann man für eine längere Zeit keine Zeit einsparen oder verlieren. Und wenn man die alle gekillt hat, geht man einfach hier hinten an die Ecke und stellt sich Hallo. vor die Schaltfläche hier. Sobald der Autoscroller es einem dann erlaubt, interagieren wir mit der Schaltfläche und die nächste Runde Autoscroller beginnt. Jetzt muss das Ding da reinfahren und dann darf man durch diese Tür laufen. Wenn man also alles gekillt hat, steht man hier vor der Tür, sodass man direkt an diesen Knopf gehen kann. Und während dieser Bereich hier auch ein Autoscroller ist, weil das Gerät in die Mitte des Raumes muss und dann dort in die Halterung dort hinten, so hat man hier doch ziemlich viel mit Gegnern zu tun. Oftmals ist es so knapp, dass das Ding, während alle Gegner tot sind, schon in die Halterung fährt. Und ab jetzt könnte man schon vor dem Laptop stehen. Sobald man mit dem Ding interagiert, ist das der Zeitpunkt, um auf das maximale DPS-Loadout zu wechseln und schon Fokus hochzustacken. Denn jetzt möchte man den Boss so schnell wie möglich ausschalten. Sobald er dort spawnt, einfach vollen Schaden drauf, den Boss killen. Und wenn hier Reactivate Network steht, kann man direkt damit interagieren und die Mission ist abgeschlossen. Das spart einem jedenfalls, dass man gegen all diese Gegner hier kämpfen muss. Das fällt dadurch komplett flach. Selbst wenn man den Boss-Skip nicht beim ersten Mal schafft, ist es schneller, sich zu töten und den Boss-Skip nochmal zu versuchen, statt die Gegner zu killen. Erst wenn man es beim dritten Versuch oder so nicht mehr schafft, ist es langsamer. Aber ich will hier erstmal eine Zeit unter 49 haben, würde ich sagen. Sollte definitiv machbar sein. We want to get Isaac back online across the country. We need to reconnect the local system to the satellite network. We should be able to do that at the NOAA headquarters building. Get to the control room. I can walk you through the process from there. Gut. Ein passender Anfang. Juben. Hostile radio intercepted. It's the division! Sound the alarm! Sag bloß. Oh! Wieso waren das schon alle Gegner? Fühlte sich so wenig an. Es war gut. Es war ein paar Schüsse verfehlt, aber schnell genug. Na, okay, er ist runtergekommen. Nice.
Huh, boy. Heads up. I'm seeing hostile movement on the roof. On pace. Okay. Benjamin ist drin. Benjamin? Ich erinnere mich noch dran, wo ein Gegner so dumm in Deckung gegangen ist, dass er Benjamin nicht abschießen konnte und deswegen hat er sich dann entschieden, mich anzuschießen. Das war so doof. Antenna aligned. Tschö, Benjamin. Er schießt immer noch auf Benjamin, das ist gut. Ich hoffe, dass es durchgeht. Nice. Ich weiß, ich bin hier, aber tun Sie mir nicht weh. Nimm Benjamin, nicht mich. Oh mein Gott, das Turret. Okay, es schießt mich nicht weiter ab. Gut. Go, Benjamin. Du machst das echt gut, Benjamin. Keep going, Benjamin. Benjamin, die Legende. Satellites aligned and clear for transmission. Signal is insufficient. So far so good. Now we just gotta find a transmitter to boost the signal. Aua. Irgendwas fehlt. Da oben. Der da. Und der hier ist der letzte. Hallo. Wo? Ah, da. Und beim Ende ist halt auch wieder Zeit zu sparen. Das ist das Gute. Daher, nix schlimm, dass hier 3 Sekunden flöten gegangen sind. Nice. Ja, das funktionierte vom Benjamin-Timing halt ziemlich gut, ne? So mit B zuerst anlaufen. Sobald der Autoscroller läuft, kann ich dann auch Loadout wechseln. Und läuft. Okay, mir fällt gerade was auf, aber das ist nicht schlimm. Ja. Muss bis nach dem ersten Autostroller warten, bis Benjamin raus kann. Er ist nämlich gerade noch auf Cooldown. Hallo. Der Autoscroller ist so entspannt. Gut, Benjamin ist raus, Scan ist wieder drin. May I use this laptop, please? Thanks. Boink. Und noch 2 Gegner, oder? 1, 2. Unter 39. Ich denke nicht, dass so viel Zeit einzusparen ist noch. Mit dem jetzigen Pacing.
Go in. Mechanical Crane. Okay. Interaction soon. I did the interaction thing. Let's go. Boink. Boink. Hello there. Ha! I didn't dodge it. Let's repair. Safe, safe. Boom. Yes. Genau, Chat. Das war sehr treffend. Versteht ihr treffend? Haha! Weil es getroffen hat. Ich kann auch Wortwitze machen. Waren das schon alle? Geh weg, ich muss auch wegkommen. Danke, tschüss. Ja. Fokus. What's the exact timing? I don't know. Let's try like this. I hope it's enough. That's close. It didn't hit! For fuck's sake! Okay, never mind. I have to do it like this now. Alright. This will extract the transmitter from the module and connect it to the rest of the... Couldn't do the cutscene skip, or it's not a cutscene, but you know. Let the lights go out right now and not like take this second and that second and that second. Fuck. Stupid glitch that grenade doesn't hit there. Agent, are you alright? Sounds like you've got company. Is it an OPB? It is! But that stupid not dying to the grenade, like, messed up being sub 940. Jesus. That sucks. Good work, Agent!